Klar ist, dass nicht wenige Görlitzer mit ihrem Geld stark haushalten müssen. Wie die Studenten machen sie sich Sorgen über ein Gerücht, dass an den Stränden Eintritt bezahlt werden soll. Wie steht es um nicht kommerzielle Angebote am See und wird man zukünftig an den Stränden zur Kasse gebeten? Da gibt es Vorschläge, die sagen, naja, der Strand muss ja sauber gemacht werden, es muss Toiletten geben und Ähnliches. Insoweit kann man da Eintritt verlangen. Ich denke, das wird eine Vorstellung sein, die ist nie haltbar. Ich hoffe auch ehrlicherweise darauf, dass niemand auf die Idee kommt, naja, das ist ja jetzt ein neuer See und da ist das logisch, dass man Eintritt zahlt, sondern da hoffe ich wirklich auf den Widerstand der Bevölkerung, die sagt, nichts ist, das ist unser See, den will ich auch frei zugänglich haben. Sollte es solche Bestrebungen geben, werden wir mit Sicherheit als Stadträte, und das wird über die Fraktionen hinweg der Fall sein, gegen einen Eintritt kämpfen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird mit Sicherheit so sein und das ist auch der Wunsch vieler Badeinteressierter, dass natürlich ein großer Teil des Badestrandes auch frei zugänglich bleibt, damit die Familien die Möglichkeit haben, dort baden zu gehen. Das wird auch der Fall sein. Es gibt unterschiedliche Nutzeransprüche und Nutzergruppen und es wird mit Sicherheit auch Nutzerwünsche geben, die eine Dusche, Umkleideräume und Sonstiges dazu haben möchten. Letzten Endes ist ja auch die Frage der Sanitäreinrichtungen ein Thema, welches eine besondere Rolle in Strandbereichen spielt. Ja, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in solchen Abschnitten, die sicher begrenzt sind, von der Größe her, in denen besondere Dinge angeboten werden zur Nutzung, natürlich auch besondere Bedingungen herrschen. Das heißt, irgendjemand muss zum Beispiel die Duschen oder die Umkleidekabinen finanzieren und unterhalten. Es gibt darüber keine Festlegung. Das Problem, was im Hintergrund besteht, ist, wie finanzieren wir die ganzen Kosten, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Sees, also auch mit den Folgeschäden, sagen wir mal, einer Nutzung, also Papier, den ganzen Müll, der liegen bleibt und so weiter. Die Wege müssen instand gehalten werden. Also viele, viele Flächen müssen instand gehalten werden um den See, um diesen riesigen See herum, man muss es einfach tun. Das weiß man von anderen Seen auch, dass man was tun muss. Und die Frage ist, wer finanziert das eigentlich? Wenn es um Finanzen geht, muss ich sagen, wir sind ja relativ schwach beseelt, das muss man einfach fairerweise sagen. Sie wissen, die Stadt Görlitz ist finanziell nicht gerade gut aufgestellt und vielleicht die stärkste Kommune ist noch die Gemeinde Markersdorf, auch die Schönauer sind nie so sehr stark. Für die bewirtschafteten Strandbereiche weiß ich im Moment nicht, wie die Bewirtschaftung abgesichert wird. Ob es eine Eintrittsgebühr gibt, dann müsste der Bereich ja abgesperrt oder eingezäunt werden, oder ob man die Unkosten zum Beispiel über Münzautomaten regelt. Zum Beispiel die Dusche mit einem Münzer betrieben. Sie werfen einen 50er rein und können eine Minute duschen. Oder die Umkleidekabinen mit einem 50er, den sie reinwerfen, um die nutzen zu können. Das weiß ich im Moment noch nicht. Dafür haben wir ja noch keine Gesellschaft oder keinen Betreiber, der dann Betriebskonzept hat. Wir brauchen Bereiche, wo Geld verdient werden darf. Das muss man so sagen. Die Privatwirtschaft, der Tourismusbranche erwartet von uns, dass wir also Bereiche vorgeben, wo man Geld verdienen kann. Das wird hauptsächlich auf der Südseite des Sees sein. Also ich sage mal, Beginn Hafen, Tagesanlagen, Blaue Lagune, Golfplatz, so das betiteln wir etwa diesen Bereich. Und wir haben, sagen wir mal, den nördlichen Bereich, dort, was Sie hier ansprechen, sagen wir, Bereiche, wo man also Strände vorweisen sollte, die vielleicht auch kostengünstig dann zu besuchen wären. Das sind aber alles Fragen, die wir noch in der Zukunft klären müssen. Es wird Strandbereiche, Abschnitte geben, die wie ein Freibad betrieben oder bewirtschaftet werden. Und es gibt ganz, ganz normal Uferbereiche, die sich auch zum Baden eignen, wo man einfach baden gehen kann. Ohne dass man die Würstchenbude daneben hat oder die Umkleidekabine und den Rettungsschwimmer daneben. Das ist völlig normal. Das haben sie überall an großen Seen, ist das so.
Wir brauchen also Einrichtungen für einkommensintensive Bevölkerungsschichten und wir brauchen Bereiche für die Leute, die relativ geringe Einkommen haben. Beides muss man gut miteinander zusammenbringen und beides gehört an den See. Wir können also das eine von dem anderen nicht lassen. Also zum Innen gibt es an dem See tatsächlich kommerzielle Bereiche, ja, wo man sagt, dann muss man einfach darüber reden, ob Yachthafen, Campingplatz und Ähnliches natürlich den Teil des öffentlichen Strandes mit subventionieren, weil das lässt sich darstellen, dass man sagt, okay, der Teil, der Gewinn erwirtschaftet, muss den Teil, der eben nicht kommerziell ist, mit erwirtschaften. Zum anderen denke ich natürlich, wenn man einen öffentlichen Strand damit ausstattet, dass er eben nicht nur Sand und Liegewiese ist, sondern dass man da tatsächlich ein Stück Verkauf hat, dass man Gastronomie hat, dann kann man auch da über Pachten das regeln. Und insoweit glaube ich, dass das einfach theoretisch möglich ist und so hoch sind die Kosten für die Entsorgung eines Strandgebietes nie. Ansonsten wären Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wahrscheinlich schon pleite. Könnte möglicherweise so eine Zielrichtung sein, die selber vertrete ich im Übrigen auch, dass man sagt, okay, alle Zufahrtswege, wir haben ja relativ wenige an den See, werden mit Schrankensystemen, mit bezahlbaren Schrankensystemen eingerichtet, wo ich reinfahre, ziehe eine Karte, fahre auf den Parkplatz, benutze die Einrichtung, fahre wieder nach Hause und bezahle vorher einen Obolus, der ja in der Regel nicht hoch sein muss, denn wir erwarten ja gerade in den Sommermonaten eine relativ hohe Besucherzahl am See und die könnten schon zu einer erheblichen Summe von Einnahmen führen. Also so stelle ich mir im Grunde eine Betreibung der Strände vor. Irgendwoher muss das Geld also kommen, um den See zu unterhalten. Verständlich also, dass sich Politiker und Planer viele Gedanken über Einnahmequellen, Investoren und Betreiber von kommerziellen Angeboten machen. Die Nordstrands-Initiative möchte aber, dass die Entscheidungsträger auch über andere Dinge nachdenken.